Spur. Hey, Sie sind hinter mir. Wer denn? Sie haben uns erfasst. Ja, dieses Störschiff liegt irgendwo gleich. Vanguard, was auch immer ihr gemacht, es funktioniert. Langstreckenkommunikation noch gestört. Scheiße erledigt. Sehr schön. Ich will auch noch mal was schießen, bitte. Ja. Boah! Drecksack. Boah! Boah! Das waren alle. Gute Arbeit. Ui. Können Sie abhaken. Sie mich hören? Wir haben gerade zwei Störschiffe auf dem Weg zu euren Koordinaten erledigt. Wie ist die Lage? Wie fliegt die denn, die Grace? Wir kommen. Wir kommen. Wir müssen Ihnen schnell helfen. Fliegt in Richtung Cabas. Los geht's, Vanguard 5. Oh, Vollgas. Nachschub anfordern. Wenn du Nachschub benötigst, kannst du einen Versorgungsdruiden von deinem Unterstützungssternjäger anfordern. Ein Versorgungsdruide hängt sich vorübergehend an dein Schiff, um Rumpf reparieren und deine Waffen nachzuladen. Das wird deinen Rumpf reparieren und dich aufmunitionieren. Folge mir. Vanguard, ein imperialer Kreuzer, beschützt den letzten Störer. All diese Schiffe zu erledigen, wird kein Kinderspiel. Nicht, solange der Kreuzer Raketen hat. Wir halten Gegenmaßnahmen bereit. Wie sieht der Plan aus? Wenn wir die Störer zuerst ausschalten, können wir die Temperance um Verstärkung bitten. Deshalb hast du das Sagen, Gunny. Vanguard 5, auf die Störer konzentrieren. Geht klar. Los geht's. Wir haben mich im Visier. Mit Gegenmaßnahmen kannst du eine Rakete schnell abschütteln, du hast aber nur eine geringe Anzahl davon, setze sie also sparsam an.
Gegenmaßnahmen einzusetzen, halte die Rakete im Anflug Anzeige im Auge und drücke kurz vor dem Aufprall B. Oh, das hat bei Dings schon nicht geklappt. Mach mal lieber. Aber mal erstmal den hier. Bam, hat's gemacht. Autsch! Oh, das war knapp. War ein Kamikaze-Flug, war das. Hier spricht die Vanguard-Staffel. Mission erfolgreich. Mit Sicherheit, Vanguard. Die Kommunikation im Sektor wurde wiederhergestellt. Ich wusste, dass ihr gut zusammenarbeiten würdet. Ich bin stolz, so eine starke Staffel kommandieren zu dürfen. Zurück zur Temperance. Danke, Commander Javes. Wir werden die gute Arbeit in der Kantine feiern. Ja. Los! Verschwinden wir von hier, Vanguard. Aber so wirklich Schaden genommen habe ich jetzt. Ich habe schon Schaden genommen, aber ich glaube, das hat mein Schild alles weggepuffert. Das Schiff von der Gunny ist geil, ey. Tolle Leistung. Cool ist die. Die erste Runde geht auf Frisk. Zu Hause, Vanguard. Ich fürchte, für Feierlichkeiten bleibt keine Zeit. Wir haben einen Besucher und eine Mission. Wird euch interessieren. Ein Besucher. Mission erfolgreich. Da bin ich. Ab nach Hause. Bronzemedaille, Mission abgeschlossen. Bronzemedaille, Effizienz. Bronzemedaille, langjährigen Dienst, okay. Bronzemedaille, Verteidigungsbruch und treuer Neuling, Bronze. Das klingt doch nett. Bronze ist gut. Treppchen. Mehr will ich gar nicht. Ich würde es auch ohne Medaille nehmen. Das Spiel ist einfach geil. Schönes Feeling. So, was ist jetzt hier? Auge? Was ist Auge? Ansehen. Gunny und Kyo. So schnell wird sich das Imperium nicht wieder in unser Territorium wagen. Dank unserer neuen Pilotin. Ja, und dem Rest. Pilotin voll nicht. Das ist kein Wettrennen. Wir sind ein Team. Du hast recht, Gunny. Aber trotzdem, echt gut geflogen.
wo wir gerade Dankeschön. Reden. Das erinnert mich an das Drachenlochrennen vor ein paar Jahren. Hast du dir das angesehen, Kyo? Na klar, hab das ganze Rennen im Holonet mitverfolgt. Ja, ich auch. War von Anfang bis Ende mit dabei. Aber ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich glaube, das war einer von den Ash-Zwillingen. Nein, warte. Dallin Vogt. Ja, der war es. Mann, der hatte es damals echt drauf. Die einzige Person, die ihm das Wasser reichen könnte, ist Kyo. Ach, hör auf. Dallin Vogt hat 9 Meisterschaftstitel. Ich habe gerade mal 5. So, unterhaltsam das Thema. Ist keiner. Commander James meinte, jemand Besonderes wartet auf uns im Besprechungsraum. Finden wir heraus, jemand was als nächstes ansteht. Jemand Besonderes? Wer mag denn da Besonderes da sein? Oh! Wo ist er jetzt? Ich drängte ihn mit der Talos-Gruppe von einem medizinischen Konvoi Richtung Yavin. Er steckt in Yavins Atmosphäre fest, kein Hyperantrieb. Für die Talos-Gruppe allein sind zu viele cool. Wäre gut für uns beide. Ah, ein Besucher. Wedge Antilles, Renegatenstaffel. Ihr seid wohl dafür verantwortlich, dass meine Kommunikation wieder funktioniert. Ich habe ein Problem mit einem Sternzerstörer, bei dem mir Vanguard möglicherweise helfen könnte. Wir brauchen einen Sternzerstörer für Projekt Starhawk. Intakt. Zeigen wir, was Vanguard kann. Wedge und bitte. Wedge Antilles. Sehr cool. Ihr habt das nicht alles schon mitbekommen. Die Talos-Gruppe hat den imperialen Sternzerstörer Victorum über den Planeten Yavin eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen, ihn kampfunfähig zu machen und zu übernehmen. Wir müssen zunächst einmal die Geschütze ausschalten. Dann wird der Rest wesentlich einfacher. Wenn wir auch das Zielerfassungssystem zerstören können, verschafft uns das noch etwas mehr Zeit. Anschließend müssen wir den Sternzerstörer zum Entern klarmachen. Dafür müsst ihr eine potenzielle Schwachstelle im Rumpf der Victorum ausfindig machen, am besten in der Nähe der Brücke. Sobald ihr eine gute Stelle gefunden habt, bombardiert sie. Bis der Rumpf durchbrochen ist. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Victorum noch immer einige Teiljäger im Hangar hat. Und die werden versuchen, uns aufzuhalten. Kriegen wir hin. Sobald alle Ziele ausgeschaltet wurden, kann die Entermannschaft übernehmen. Während unsere Truppen die Brücke einnehmen, wird Vanguard die Außenseite beschützen, für den Fall, dass feindliche Verstärkung eintrifft. Sobald das Team die Brücke eingenommen und die Kontrolle über den Sternzerstörer erlangt hat, treffen wir uns mit der Temperance. Okay, das klang jetzt so, als ob das Stehlen eines Sternzerstörers eigentlich ganz einfach wäre. Hoffentlich habe ich recht. Ach, Witsch. Ging wir schon hin. Entschuldige die übereilte Vorstellung. Die Talos-Gruppe verlässt sich darauf, dass ich so schnell wie möglich Verstärkung für sie organisiere. Dein Commander meint, dass du Talent hast. Genug, um einen Sternzerstörer zu stehlen. Normalerweise würde ich die Renegatenstaffel damit beauftragen, aber General Syndulla hat mich vorübergehend Projekt Starhawk zugeteilt. In der Zwischenzeit kümmern sich die Renegaten um eine andere vertrauliche Angelegenheit. General Syndulla hält uns ordentlich auf Trab. Euer Commander und ich haben etwas gemeinsam. Auch ich bin früher für das Imperium geflogen, in der Sky Strike Akademie. Mich der Rebellion anzuschließen war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wünschte, mehr meiner Freunde hätten das mir gleich getan. Nö, Luke hat's ja das gleich getan. Gespräch, aber die Talos-Gruppe wartet auf uns. Ja. Der Luke hat's ja gemacht. So, schwätz mal mit den beiden auch noch kurz. Ein Sternzerstörer. Verlangst du ihnen da nicht schon ein wenig zu viel abblinden? Vanguard wird damit klagen. Oder etwa nicht? Außerdem braucht Projekt Starhawk den Sternzerstörer für... Na, du weißt schon. Oh, diese Geheimnistuerei da immer. Er kennt das System besser, als es das Imperium je kennt. Das hat er wohl. Ihr kämpft in einem ehemaligen Gebiet der Rebellion. Wenn Wedge also einen Ratschlag hat, solltet ihr lieber die Ohren aufsperren. Denkt außerdem daran, dass auch ein verwundeter Krakana noch zubeißen kann. Seid vorsichtig in der Nähe des Sternzerstörers. Brecht auf, so früh ihr könnt. Ja, jetzt wäre gut. Na dann. Bereit machen zum Start. Der Commander will, dass du diesmal einen X-Flügler fliegst. Ich Wieso habe diesmal? Mit Ionenraketen ausgestattet. Damit lassen sich feindliche Jäger sowie Subsysteme von Großkampfschiffen lahmlegen. Wo sind die? Rechter Zusatz. Okay. Muss ich nachher nochmal gucken, wenn die Mission gestartet ist, wo die sind.
So, ganz kurz. RB ist Ionenrakete, okay. Hoffen wir mal, dass uns das Skywalker-Glück heute holt ist. Skywalker-Glück. Bereit, Vanguard? Wir stürzen uns jetzt direkt in die Action. Vanguard, folgt ihm. Talos-Anführerin hier. Ich erbitte sofortige Hilfe. Captain Antilles in Begleitung der Vanguard-Staffel. Hier, um zu helfen. Verdammt gut, dich zu sehen, Wedge. Wir hatten schwere Verluste. Der Sternzerstörer muss gestoppt werden. Keine Sorge. Wir sind hier, um ihn zu kapern. Ihn was? Abfangjäger. Die sollten wir zuerst loswerden. Konzentration, Vanguard. Priorisiert eure Ziele und greift an. Na, dann kommt mal her, ihr Büschlein. An deiner Seite. Schon. Alter, der hängt mir direkt am... Dann bloß nicht aufhören! Bam! So weit rausgefunden, oder was? Okay, bei der Talos-Anführerin sammeln. Wedge, wir hatten schwere Verluste. Wir benötigen Reparaturen. Danach sollten wir verschwinden. Verstanden, Talos-Anführerin. Keine Sorge wegen der Imperialen. Wir halten sie auf Trab. Ihr wollt wirklich den Sternenzerstörer stehlen? Das ist der Hatten Plan. Wir vorher. Okay, Vanguard, mir nach. Begeben wir uns zu Victorum. Na dann. Konzentriert eure Schilde, bevor sie das Feuer eröffnen. Na gut. Schildsteuern, du kannst deine Schilde zum Bug oder zum Heck deines Schiffes konzentrieren, um auf einer anderen Seite für maximalen Schutz zu sorgen, während die andere Seite ungeschützt bleibt. Du kannst deine Schilde auch ausgeglichen verteilen, sodass Bug und Heck gleichermaßen geschützt sind. Hatte X, um den Schildfokus Auswahl zu öffnen. Bug wählen. Schalte das Zielerfassungssystem aus. Und los. Energie auf die vorderen Schilde. Trotz des ganzen Schadens ist dieses Ding noch gefährlich. Darum hat die Talos-Gruppe bei der Verfolgung so gelitten. Ich wollte die Victorum brennen sehen. Aber sie stehen. Das gefällt mir noch viel besser. Zielerfassung des Sternenzerstörers ausgeschaltet. Alles sicher für die U-Flügler. Das ist unsere Chance, den Sternzerstörer einzunehmen. Wenn wir die Brücke erobern, haben wir Zugang zu den internen Systemen. Es geht nach einer Schwachstelle, an der die Entermannschaft einsteigen kann. Du bist an 5. Ein Sternenzerstörer aufbrechen, genau wie in alten Zeiten. Aufpassen, Vanguard! Kani packt ihr Märchenbuch aus! 5 kennst du noch nicht? Bestimmt. Sag mir Bescheid, wenn ich meinen Funk wieder einschalten kann. Wenn dein Funk... Hier, wir können das Team hier reinschicken. Imperiale Jäger im Anflug. Bin schon auf dem Weg. Okay.